Was ist eigentlich mit den Gefangenen? Wo haben wir die denn versteckt? Fällt mir gerade mal so ein. Da. Die hab ich ja noch gar nicht geholt. Die müssen ja auch noch irgendwo sein. Ja, ich lade mich jetzt erstmal auf. So. Wo sind die Gefangenen? Ja, im Ernst jetzt. Das ist hier jetzt auch beunruhigend, ne? Die würde ich ja ganz gerne mitnehmen. Oh. Schön. Da war noch eine Homie. Das finde ich natürlich gut. Aber wo sind die Gefangenen? Verdammt. Hier vielleicht? Ah! Ja, hallo Peter, Karl. Und dich nehmen wir auch noch mit. So. Was ist da noch Schönes drin? Oh, nett, nett. Ja, warum nicht? Dann machen wir zum Levelende hin die 100 Leben voll, nicht? Das wäre doch was. Mit dem Endlevel-Bonus müsste das eigentlich problemlos gehen. So, einmal auftanken und abhauen, würde ich sagen. So, speichern. Nee, wo will ich denn jetzt drauf los hier? Ist doch falsch. Wie komme ich denn hier raus aus dem Saftladen? Hier. So. Das letzte Kloakengerät könnte man eigentlich noch mitnehmen, ne? Da ist noch Unverwundbarkeit. Huch. Die brauche ich nicht mehr. Ach, für den Reaktor brauche ich das. Dafür brauche ich jetzt Kloakengerät und Unverwundbarkeit. Für den Reaktor. Ne? Mache ich den Reaktor platt mit denen, würde ich sagen. Oder sind da vielleicht noch Raketen? Nee, sind, glaube ich, noch Raketen, ne? Dann kriegt er eine Rakete in die Fresse. Also erstmal, ne? Unverwundbarkeit für den Reaktor. Weil er ist sehr gefährlich. Dafür brauche ich das. Wo ist denn die Scheißtür hinter mir? So, Reaktor. Oh, scheiße. Da ist ja noch was. Ja, dann mal gut, dass ich die noch hatte, ne? Dann hatte sie ja doch noch einen Sinn und Zweck gehabt. So. Gut, speichern. Dafür hat sich's definitiv gelohnt. Mir fällt gerade ein, ich brauche nochmal Energy. Den. Ich will ja die Punkte mitnehmen, ne? Und da ja eh jetzt welche ist. Wupp. So. Hier geht's raus. Und nun geht's dem ollen Reaktor an den Kragen. Bamsen. Mitnehmen. Nein, das sehe ich jetzt nicht ein, dass du jetzt wieder die Wand rammst. Nee. Das glaube ich doch echt nicht. So, jetzt normal dadurch, ohne Wand rammen bitte, ne? Na also. Na also, geht doch.
Jawoll. So. Ja, Level 22, Neptune Storage Depot destroyed, yeah. Shield Bonus 4200, Energy Bonus 2000, Hostage Bonus 8000, Skill Bonus 79.000, Full Rescue Bonus 16.000, Total Bonus 109.200 und wir haben jetzt 4.495.980 Punkte. Ja, jetzt haben wir 100 Leben. Ne, 101 Leben sogar dazu bekommen. Sehr schön. Und ja, zum Level, es war eigentlich relativ gut machbar. Eigentlich war es gar nicht so schlimm. Es waren halt viele Bohrer, aber es ging eigentlich. Also da gab es schon Schlimmeres, ne? Das ging eigentlich noch. Grüne Flieger sind viel gefährlicher. Aber die Unverwundbarkeit war echt gut geeignet für die restlichen Flieger. Hatte sie doch noch einen guten Zweck gehabt. Ja. So, die Unverwundbarkeit hätte ich natürlich auch schon eher einsetzen können, ne? Hätte man tun können. Wie auch immer, ich habe sie trotzdem noch effizient einsetzen können. Vielleicht, die hätte wahrscheinlich eh nicht so lange gereicht, denn ich habe ja, ne, für den letzten Flieger war es ganz schön knapp. Also ich schätze mal, ich habe das sogar alles richtig gemacht. Ja, das war Level 22 und dann sehen wir uns gleich in Level 23 wieder. Bis gleich.